Ein Nierentumor ist eine Neubildung, ein Knubbel gewissermaßen an der Niere, der meistens durch Zufall auffällt, in irgendwelchen Untersuchungen, Ultraschall oder CT oder diesen Dingen. Es betrifft im Jahr ca. 16.000 Menschen in Deutschland und man wird häufig gefragt, ist das gut oder bösartig? Diese Niertumoren sind in 80 bis 90% tatsächlich bösartig, sodass man eben auch hier unbedingt eine Therapie machen sollte. Man unterscheidet bei Nierentumoren letztendlich zwei Arten, nämlich die Frage, ist der Tumor auf die Niere begrenzt oder ist er eben schon weiter fortgeschritten oder im schlimmsten Fall auch metastasiert. Im letzten Fall bei Metastasen muss man natürlich neben einer Operation auch eine Medikamententherapie für den ganzen Körper machen. Bei der Situation, wo der Tumor auf die Niere begrenzt ist, also nur die Niere befallen ist, bieten sich operative Verfahren an, wo man mit einer Operation eben diesen Nierentumor entfernt und damit zu sehr, sehr hohen Heilungsraten auch bei dieser Erkrankung kommen kann. Früher hat man Nierentumoren immer so operiert, dass man gleich die ganze Niere entfernt hat. Wir haben in den letzten 20 Jahren gelernt, dass es für den Menschen und den Patienten, den Körper besser ist, wenn man versucht, die Niere zu erhalten. Und heute gilt so ein bisschen der Leitsatz, wann immer es technisch geht, sollte man die Niere erhalten und nur den Tumor aus der Niere entfernen. Das gelingt heutzutage mit verschiedenen Techniken sehr gut. Wir haben in den letzten Jahren auch verstärkt auf minimalinvasive Techniken gesetzt und können hiermit eben kombinieren, dass wir zum einen sehr minimalinvasiv unterwegs sind, also keine großen Schnitte mehr, und zum anderen eben die Niere erhalten. Das ist eine Technik, die dem Patienten am Ende sehr, sehr zugute kommt und die gerade in der letzten Zeit auch durch noch Weiterentwicklung der Technik, wie zum Beispiel die Da Vinci-Roboter-Technologie, noch weiter verbessert werden.